In unserer inflationären Welt voller Fiat-Währungen und Gelddrucken sind steigende Preise einfach ein Teil des täglichen Lebens. Egal, ob man ein Haus, eine Tasse Kaffee oder ein gutes Essen kaufen will, du kannst darauf wetten, dass die Preise auf lange Sicht nur steigen werden. In den 1960er Jahren kostete ein Big Mac zum Beispiel nur 45 Cent, heute kostet er das Zehnfache. Dieser Trend ist besonders in der Welt der neuen Technologie zu beobachten, in der die Unternehmen ständig versuchen, das nächste große Ding zu entwickeln und so viel wie möglich dafür zu verlangen. In diesem Universum der Inflation gibt es jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme: Fernsehgeräte. Auch wenn man die Preise für Fernseher nicht genauso verfolgt, bemerkt man wahrscheinlich, dass die Preise für Fernseher immer weiter sinken, wenn man in einem großen Laden vorbeischaut. Heutzutage bekommt man 4K-Fernseher für nur 200 Euro und 85 Zoll 4K-Fernseher für nur 800 Euro, also für weniger als den Preis eines Flaggschiff-Smartphones. Noch vor 10 Jahren hätten diese beiden Geräte mehrere Tausende gekostet. Aber geht es hier nur darum, dass neue TV-Technologien billiger werden? Oder sinken die TV-Preise tatsächlich auf breiter Front? Wenn wir uns die historische Entwicklung der Fernsehpreise ansehen, wird deutlich, dass Letzteres der Fall ist. Im Grunde genommen sind die Preise für Fernseher seit 1950 kontinuierlich gesunken. Hier und da gab es ein paar Jahre, in denen sie stiegen, aber in den meisten dieser Jahre war die Inflation noch höher, so dass die realen Preise für Fernsehgeräte immer noch gesunken sind. Dieser Trend hat sich in den letzten 20 Jahren, in denen die Preise für Fernsehgeräte jedes Jahr um 15% oder mehr gesunken sind, noch beschleunigt. Gleichzeitig wurden die Fernseher auch immer größer und besser. Um die Jahrhundertwende war der durchschnittliche Fernseher nur 24 Zoll groß, heute ist der durchschnittliche Fernseher 50 Zoll groß. Außerdem sind wir von Plasmafernsehern über LCDs und LEDs zu OLEDs, QLEDs, Neo-QLEDs, Mini-LEDs und wer weiß was noch alles gekommen. Ganz zu schweigen davon, dass die Auflösungen immer höher zu werden scheinen. Irgendwie sind wir also in der Lage, größere und bessere Fernseher als je zuvor zu bekommen und das viel billiger als je zuvor. Sprechen wir also über das kuriose Geschäft mit Fernsehern und warum die Preise immer weiter in den Abgrund fallen. Das Phänomen des Preisverfalls bei Fernsehern lässt sich bis zu den Anfängen des Fernsehens selbst zurückverfolgen. Naja, technisch gesehen lässt sich die Technologie, die in Fernsehern verwendet wird, bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber wir konzentrieren uns mehr auf die modernen kommerziellen Fernsehgeräte, was uns in den September 1928 zurückführt. Damals wurde das erste kommerziell hergestellte Fernsehgerät der Öffentlichkeit vorgestellt. Das war allerdings ein schlechtes Timing, denn nur ein Jahr später brach die Weltwirtschaftskrise aus, die es extrem schwierig machte, neue technische Geräte auf den Markt zu bringen. Tatsächlich sollte es ganze 10 Jahre dauern, bis aus dieser Vorführung ein allgemein erhältliches Produkt wurde. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn es wurde ein sofortiger Erfolg. Aber die Dinge standen erst am Anfang. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nachdem Amerika in ein neues Zeitalter des Wohlstands und des Wirtschaftswachstums eingetreten war, begannen die Menschen in Häuser, Autos und natürlich Fernseher zu investieren. Aber nicht nur die Verkaufszahlen von Fernsehern stiegen ins Unermessliche, sondern auch die Fernsehtechnik. Ab 1946 entbrannte ein heißer Wettstreit zwischen CBS und RCA um die Einführung von Farbfernsehern in allen Haushalten. Am Ende war CBS schneller als RCA auf dem Markt, aber nicht ohne ein großes Opfer zu bringen. Die Farbfernseher von CBS waren nicht mit den Schwarz-Weiß-Fernsehern kompatibel, die Millionen von Amerikanern bereits besaßen. Aber trotzdem erklärte die FCC die Farbfernseher von CBS zum neuen nationalen Standard. Anstatt gegen diese Entscheidung der FCC zu kämpfen, entwickelte RCA einfach ihren kompatibleren Farbfernsehstandard weiter und die FCC gab schließlich zu, dass das Design von RCA viel praktischer war und erklärte es 1953 zum neuen Standard. Es war ein klassischer Fall, bei dem sich die bessere Erfindung durchsetzte, aber ehrlich gesagt war das alles nicht wirklich von Bedeutung. Erst 13 Jahre später, 1966, als das Farbfernsehen immer beliebter wurde, begannen die Menschen Farbfernseher zu kaufen und damit kommen wir zum ersten einzigartigen Faktor des Fernsehmarktes, nämlich der Tatsache, dass es immer eine massive Verzögerung bei der Einführung gegeben hat. Der erste kommerzielle Fernseher wurde in den späten 1920er Jahren entwickelt, aber erst in den 1940er Jahren kam er auf den Markt. Die ersten Farbfernseher tauchten in den späten 40er und frühen 50er Jahren auf, aber so richtig in Schwung kamen sie erst in den späten 60er Jahren und so ist es auch heute noch. OLED zum Beispiel wurde in den späten 1980er Jahren entwickelt und kam 2004 erstmals in Fernsehern zum Einsatz. Aber erst jetzt kauft die breite Öffentlichkeit OLED.
Und selbst jetzt gibt es noch viel Raum für Wachstum. Aus welchen Gründen auch immer, die Menschen sind bereit, bei Fernsehern extrem geduldig zu sein, was im krassen Gegensatz zu jeder anderen Technologiebranche steht. Nehmen wir zum Beispiel Smartphones. Die Einführung von 5G begann erst 2018 und 2019 und erst in den 2020er Jahren war es tatsächlich weithin verfügbar. Doch schon Ende 2022 hatten über 100 Millionen Amerikaner oder etwa ein Drittel des Landes 5G. In den meisten Technologiebranchen wollen die Menschen das absolut Neueste und Beste. Oft zögern sie, etwas zu kaufen, das schon zwei oder drei Generationen alt ist, aber bei Fernsehern ist es genau andersherum. Die Leute sind nicht nur bereit, 5 bis 7 Jahre alte Technik zu kaufen, sondern sie sind auch bereit, sich über neue Technik lustig zu machen. Noch vor 10 Jahren war es weit verbreitet, sich über 4K auszulassen. Die allgemeine Meinung war, dass man keinen Unterschied zwischen 1080p und 4K erkennen kann und dass 4K reine Geldverschwendung ist. Das war, bis 4K Sport billig wurde und die Leute ihre Bedenken völlig vergaßen und sich einen 4K-Fernseher zulegten. Das gleiche passierte genau in diesem Moment mit 8K. Wer braucht schon 8K? Du kannst den Unterschied nicht einmal erkennen. 8K ist so dumm, es gibt nicht einmal 8K-Inhalte und so weiter und so fort. Es ist wirklich verrückt, wie sehr sich die Leute über neue TV-Technologien aufregen. Die Realität ist, dass man, wenn man einen 85 oder 98 Zoll Fernseher hat, die immer mehr zur Norm werden, einen Unterschied zwischen 4K und 8K erkennen kann. Nur ist dieser Unterschied keine zusätzlichen 3.000 bis 4.000 Dollar wert. Wenn wir 5 bis 10 Jahre warten, bis die Preise für 8K-Fernseher mit denen für 4K-Fernseher vergleichbar sind, könnt ihr darauf wetten, dass die breite Öffentlichkeit ihre Bedenken vergessen und einen 8K-Fernseher kaufen wird. Und ehrlich gesagt ist das großartig. Die Leute kaufen gerne die neue Fernsehtechnik, wenn sie zu einem vernünftigen Preis angeboten wird, aber bis dahin sind sie irgendwie völlig immun gegen den Marketing-Hype. Wenn die Verbraucher nur jede Branche mit dieser Einstellung angehen würden, gäbe es keine Kreditkartenschulden, aber leider gilt diese magische Klarheit der Verbraucher nur für die Fernsehbranche. Was uns zu der Frage bringt, warum? Die Antwort auf die Frage, warum sich die Verbraucher nicht von der Werbung für Fernseher angesprochen fühlen, ist schwierig zu beantworten. Die offensichtliche Erklärung ist, dass Fernseher ein ausgereifter Markt sind, der sich nicht so schnell weiterentwickelt. Daher ist es für die Verbraucher leicht, sich mit etwas zu begnügen, das schon etwas älter ist, aber das stimmt nicht wirklich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen normalen LED-Fernsehern und OLED-Fernsehern. Definitiv ein viel größerer Unterschied als zwischen dem iPhone 12 und dem iPhone 15. Dennoch glaube ich, dass es viel einfacher wäre, jemanden davon zu überzeugen, sich zurückzuhalten und einen LED-Fernseher zu kaufen, als ihn zum Kauf eines iPhone 12 zu bewegen, und das gilt nicht nur für Smartphones. Dasselbe Argument könnte ich auch bei Autos anbringen. Angenommen, alle Preise wären gleich, wäre es viel schwieriger, jemanden davon zu überzeugen, ein 10 Jahre altes Auto zu kaufen, als ein LED-Fernseher. Und Autos ändern sich nicht einmal besonders viel, und damit komme ich zu einer der grundlegendsten Marketingregeln. Funktionen verkaufen keine Produkte. Autohersteller und Apple verstehen das sehr gut, TV-Hersteller nicht. Seit Jahrzehnten versuchen die Hersteller von Fernsehern neue Technologien wie OLED, 8K oder andere zu verkaufen, die Verbraucher lassen sich aber nicht wirklich von Funktionen beeindrucken. Sie werden durch offensichtliche Veränderungen bewegt. Wenn man zum Beispiel kein Fernsehfreak ist, kennt man wahrscheinlich den Unterschied zwischen OLED, QLED, Neo-QLED und Mini-LED nicht, aber egal wie gut man sich mit Fernsehern auskennt, ich wette, jeder erinnert sich daran, als die Fernseher auf einmal nicht mehr kastenförmig, sondern flach waren. Oder als sie von 24 auf 85 Zoll vergrößert wurden. Diese Veränderungen machen im Gegensatz zu LED und OLED keinen großen Unterschied in der Bildqualität aus. Tatsächlich ist die Bildqualität bei größeren Fernsehern meist schlechter. Trotzdem sind sie oft ein überzeugenderer Grund für ein Upgrade. Wenn alle um dich herum von einem Kastenfernseher auf einen Flachbildfernseher oder von einem 55 Zoll Fernseher auf einen 85 Zoll Fernseher umgestiegen sind, möchtest du wahrscheinlich auch umsteigen. Das ist genau die Formel, die sich die Autohersteller zunutze machen. Alle paar Jahre ändern die Autohersteller das Design ihrer Autos, damit sie sich frisch und neu fühlen. Wenn dein aktuelles Auto dann 10 bis 15 Jahre alt ist, fühlt es sich alt und veraltet an, auch wenn es noch einwandfrei funktioniert. Genauso ist es bei Apple. Mit jeder Generation versuchen sie etwas hinzuzufügen, das deutlich macht, dass es sich um die neue Generation handelt. Zum Beispiel fühlen sich iPhones, die immer noch einen Home-Button haben, definitiv veraltet an. iPhones mit Aussparungen im Gegensatz zu dynamischen Inseln fühlen sich sogar langsam veraltet an, obwohl es kein materieller Unterschied ist. An diesem Punkt gibt es nicht mehr viel, was am Design des iPhones geändert werden kann, und deshalb zieht Apple neue Änderungen,
Dinge wie das Entfernen der Dynamic Island oder des Kamerabuckels so lange wie möglich hinaus. Fernseher hingegen waren sie im Grunde schon immer in ihrer endgültigen Form. Nur ein paar Mal in der Geschichte hat sich das Design grundlegend geändert, woraufhin die Leute schnell aufgerüstet haben. Aber abgesehen von diesen Fällen gibt es keinen offensichtlichen Unterschied zwischen den neuen TV-Standards. Sicher, sie sind besser. Aber wenn man sie nicht nebeneinander stellt, wird man keinen Unterschied bemerken. Die Menschen können also erstaunlich geduldig sein, wenn es um neue Fernsehtechnologie geht. Und sie fühlen sich auch nicht übergangen oder ausgeschlossen, was zu einer erstaunlichen Klarheit bei den Verbrauchern führt. Das ist zwar toll für die Verbraucher, aber für die Hersteller von Fernsehgeräten ist es eine Katastrophe, die zu ziemlich merkwürdigen Lösungen führt. Angesichts dieser Verbraucherstimmung versuchen die TV-Hersteller so oft wie möglich wesentliche Änderungen einzuführen. Aber die meisten dieser Bemühungen scheitern letztendlich. Erinnert ihr euch zum Beispiel an die Zeit, als die Fernseher von flach zu gewölbt und wieder zu flach wechselten? Oder wie war das noch mit den 3D-Fernsehern, die angeblich das nächste große Ding sein sollten? Die Realität ist einfach, dass es extrem schwierig ist, solche Veränderungen zu erzwingen, es sei denn, du bist Apple und im Laufe der Jahre haben sich die Fernsehhersteller mit dieser Tatsache abgefunden. Stattdessen haben sie sich auf alternative Formen der Monetarisierung wie die Datenerfassung konzentriert. Es hat sich herausgestellt, dass unsere Sehgewohnheiten für Streamingdienste wie Netflix und Disney Plus sehr wertvoll sind. Die Fernsehhersteller müssen also nicht mehr mit dem Kauf eines Fernsehers Geld verdienen, stattdessen verdienen sie ihr Geld in den folgenden 5 bis 10 Jahren mit dem Verkauf unserer Daten an die Streaming-Giganten. Tatsächlich liegt die durchschnittliche Gewinnspanne in der Fernsehbranche bei nur 6% und das, obwohl die dummen, teuren 8K OLED-Fernseher diese Gewinnspanne in die Höhe treiben. Wenn man also am Black Friday oder zu Weihnachten einen normalen Fernseher mit einem starken Rabatt kauft, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ihn zum Selbstkostenpreis oder sogar darunter bekommen hat. Größere Marken wie LG und Samsung ist die Monetarisierung nach dem Kauf auch nicht so wichtig. Für sie ist die TV-Branche zu einem Bereich geworden, in dem sie einfach ihre Markenpräsenz und Dominanz maximieren, anstatt wirklich Geld zu verdienen. Warum also sinken die Fernsehpreise immer weiter? Nun, es gibt natürlich die klassischen Gründe wie Größenvorteile, die Standardisierung von Fernsehern, neue Technologien, die alte billiger machen und all diese Dinge. Aber das eigentliche Problem ist, dass die breite Öffentlichkeit nicht auf den Marketing-Hype um den Fernseher hereinfällt. Nachdem die TV-Hersteller die reichen Käufer, die es sich leisten können, ein paar Tausende auszugeben, vergrault haben, sind sie gezwungen, die Preise schnell zu senken, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Einige TV-Hersteller haben alternative Wege der Monetarisierung gefunden, aber im Großen und Ganzen sind Fernseher zu einer Branche geworden, die fast keine Gewinnspanne mehr abwirft und die die Unternehmen nur nutzen, um relevant und allgegenwärtig zu bleiben. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.